So, da ist der Waldriese für die Zwerge fertig. Da hat man mal gesehen, wie schnell sowas geht, wenn man überhaupt sowas bauen kann. Eine kleine Bauanleitung. Gerade abgesägt und schon wieder was Neues drauf entstanden auf dem gerade abgesägten Baum. Von jeder Seite sieht er anders aus. Ein Waldriese, wenn auch für Zwerge. Das Beste, was aus Stöcken werden kann. Da liegt jetzt hier auch noch so ein frisch abgesägter. Und aus den Stöcken würden sie jetzt gar nichts mehr machen. Da kann man gerade wieder das nächste Ding draus bauen. Hier eben liegt es noch total nutzlos umher. Man sieht es ja, da passiert ja nichts mehr draus. Und schon kann man was Neues hinstellen. Dauert ein bisschen, kann man sich dann überlegen, was man daraus macht. So intuitiv ist Waldkunst. Natürlich immer vorausgesetzt, man nimmt nur die Materialien aus dem Wald. Weil der Wald ist ja was ganz Sensibles, ein ganz sensibles Ökosystem. Deswegen gehört da auch kein Stahl oder Beton oder irgendwelche anderen Materialien, Kupfer, in den Wald gehören, wie es manchmal bei so Waldkunstfaden ist. Das ist völliger Schwachsinn. Das macht den Wald nur kaputt. Der Wald ist total sensibel. Deswegen immer nur mit Waldmaterialien Waldkunst machen. Das ist wichtig. Ich finde es mir wieder so toll, ey. Wenn ich das dann selber sehe, wie so aus nutzlosen Stöcken, die da so durch die Baumfällung entstehen, wie da was Neues draus entsteht. So ein Kunstwerk. Sieht doch schon mal interessant aus. So sieht es jetzt schon mal hier von dieser Seite aus. Sieht ja noch ein bisschen was oben. Weil mal ganz ehrlich, also da wäre doch nichts mehr draus gewonnen. Das wäre doch einfach verrottet auf der Erde. So, jetzt fängt es an zu tröppeln, jetzt mache ich auch wieder los. Aber das habe ich bis jetzt gemacht, aus dem umgefallenen Baum im Gefälde. Das ist auch schon wieder so ein tolles Gebilde. Kann ich theoretisch jetzt hier unten niederlassen. Das sieht von unten aus. Waldkunst. Von hier aus sieht es interessant aus.